Michael Jackson lebt noch. Und nicht nur das, er soll sogar im Jahr 2018, sprich 9 Jahre nach seinem eigentlichen Tod, im Fernsehen bei der Grammy-Verleihung aufgetreten sein, beziehungsweise im Publikum gewesen sein, ohne dass jemand es bemerkt hatte. Über dieses Thema möchte ich heute einmal mit euch sprechen, denn vor einigen Tagen hatte ich ja ein Video gemacht, wo ich schon einmal darüber sprach, dass Michael Jackson eventuell noch lebt, aber ein zurückgezogenes Leben führt, ein privates Leben, weg von all den Fans und vom Trubel, aber eben in Form eines anderen Menschen mit Verkleidung schon einmal wieder aufgetreten war. Als ich dieses Video gemacht hatte, habe ich viele Nachrichten von euch über Twitter und Instagram bekommen, dass ich doch bitte einmal über Teddy Perkins sprechen soll. Die, wie viele sagen, glaubhafteste Theorie, dass Michael Jackson bis heute immer noch lebt und sogar bei den Grammys aufgetreten ist. Und was genau hinter diesem gruseligen Mysterium steckt, erkläre ich euch jetzt einmal. Damit wir aber verstehen, was passiert ist, müssen wir einmal kurz wissen, was ist mit Michael Jackson passiert, und da ich da erst vor kurzem drüber gesprochen habe, halte ich mich hier kurz. Im Jahr 2009 starb Michael Jackson, der King of Pop, weil er eine Überdosis eines Medikamentes bekommen hatte. Damals war der Aufschrei groß gewesen, Menschen waren in absolute Trauer verfallen, weil er eben extrem viele Fans gehabt hatte. Doch schon kurz nach seinem Tod 2009 kamen erste Theorien, Gerüchte und Videos an die Öffentlichkeit, dass Michael Jackson in Wahrheit gar nicht tot ist. Es gab so zum Beispiel ein Video, was gezeigt wurde, wo zum Beispiel Michael Jackson sich angeblich im Helikopter, womit sein Körper abgeholt wurde, wieder aufgesetzt hatte. Es gab angebliche Sichtungen von Michael Jackson und vieles, vieles mehr. Es kam also relativ schnell die Theorie auf, dass Michael Jackson seinen Tod nur vorgetäuscht hatte, weil es eben für seinen Gesundheitszustand besser war, wenn er sich aus dieser Öffentlichkeit zurückzieht. Weil es für ihn besser gewesen wäre, er lebt ein ruhiges Leben, er kann für sich privat sein und muss nicht die ganze Zeit im Fokus der Welt stehen. Deswegen gab es damals viele, die einerseits überzeugt waren von seinem Tod, aber auch eine große Masse an Leuten, die bis heute sicher ist, dass das alles nur vorgetäuscht war. Und nun soll es eben so weit gegangen sein, dass Michael Jackson 2018 bei der Grammy-Verleihung aufgetreten war bzw. im Publikum saß, verkleidet als ein Charakter namens Teddy Perkins. Eine Person, die ihr jetzt hier gerade sehen könnt. Ein junger Erwachsener oder mittelalter Erwachsener, schwer zu sagen, der allerdings ein recht seltsames Äußeres vorweist. Über eben diese Person wollen wir reden. Denn wer ist Teddy Perkins für alle, die es nicht wissen? Teddy Perkins ist kein normaler lebender Mensch. Es ist nicht irgendein Schauspieler oder irgendeine normale Person, sondern es ist ein Charakter aus einer amerikanischen Serie. Aus der amerikanischen Serie Atlanta, eine Comedy-Serie mit Sci-Fi und Horrorelementen. Es ist letztendlich eine Serie, die sehr große Beliebtheit besitzt. Und in dieser Serie gab es eine Folge, die Teddy Perkins hieß. Und Teddy Perkins war eben ein reicher Mann, der sehr zurückgezogen lebte. In der Folge Teddy Perkins ging es eben darum, dass einer zu ihm fährt, weil er ein Klavier gratis abholen wollte und dabei eben all die unterschiedlichsten gruseligen, lustigen und seltsamen Dinge in dem Haus von diesem zurückgezogenen reichen Menschen miterlebt. Es war eine Folge, wo viele Leute sagen, dass es die beste Folge der Serie Atlanta gewesen ist, eben weil Teddy Perkins so ein besonderer und eindrucksvoller Charakter war. Wir hatten es dabei eben mit einem Charakter zu tun, der seine ganze Lebensgeschichte offenbarte. Dabei sprach dieser Charakter immer mit einer sehr hohen Stimme, hatte sein unnatürlich künstliches Aussehen und erzählte so zum Beispiel, dass er damals gedrillt wurde von seinem Vater, dass er einen grausamen Vater hat, der ihm schlimme Dinge angetan hatte. Dass er eben dazu gezwungen wurde, Musik zu machen, mehrere Stunden am Tag, obwohl er das nicht wollte, und nur darauf getrimmt wurde, irgendwie erfolgreich zu sein. Im Laufe der Folge Teddy Perkins erfährt man die gesamte schreckliche Vergangenheit und hört eben auch, dass jetzt zum Beispiel Teddy Perkins besondere körperliche Schwächen hat, weswegen er das Haus nicht mehr verlässt und kaum Licht reinlässt. Er erwähnt eben, dass er eine Hautkrankheit hat, die seine Haut so bleich macht und weswegen er deswegen nicht in die Sonne gehen darf. Allgemein ist es eine sehr interessante Folge, die definitiv sehenswert ist, doch vielen Leuten fiel damals schon, als diese Folge ausgestrahlt wurde, etwas Besonderes aus. Und zwar haben viele Leute bemerkt, dass Teddy Perkins Michael Jackson sehr ähnelt.
Nicht nur optisch gibt es eben Ähnlichkeiten zwischen Teddy Perkins und Michael Jackson, sondern auch die Geschichte, die Teddy Perkins erzählt, gleicht der von Michael Jackson oder ist der von Michael Jackson sehr, sehr ähnlich. Der aggressive Vater, der seine Kinder darauf getrimmt hat, Musiker zu werden und dafür eben brutale Methoden verwendet hatte, ist etwas, was nicht nur Teddy Perkins erlebte, sondern eben auch tatsächlich Michael Jackson. Diese Hautkrankheit, die seine Haut weiß färbte und dafür sorgte, dass er das Sonnenlicht meiden musste, ist ebenfalls etwas, was auch Michael Jackson genauso erlebt hatte. Dann dazu noch das Aussehen und diese typisch hohe Stimme, die man auch von Michael Jackson kannte, hatte halt für viele sofort die Verbindung hervorgerufen, dass Teddy Perkins eigentlich ein Charakter ist, der als Metapher oder Vergleich für Michael Jackson stand. Damals hatten schon viele Leute vermutet, dass Michael Jackson in der Folge mitgespielt hat als Teddy Perkins, doch dies konnte sehr schnell widerlegt werden, weil eben unter der Maske von Teddy Perkins nicht Michael Jackson, sondern Donald Glover war, ein sehr bekannter amerikanischer Schauspieler und Comedian, den ihr wahrscheinlich auch kennt. Das bedeutet also, er spielte in der Serie Teddy Perkins. Nun kam es aber damals dazu, als Atlanta für einen Preis bei den Grammys nominiert war, tauchte auf einmal Teddy Perkins auf. Diese fiktive Gestalt, die es eigentlich in echt nicht gibt, tauchte plötzlich auf dem roten Teppich auf und saß eben unter den ganzen Stars und Prominenten im Publikum. Man vermutete sofort, dass dieser Teddy Perkins, der da aufgetaucht war, ebenfalls wieder Donald Glover war. In Verkleidung ist er dorthin gekommen, weil er für den Preis nominiert gewesen ist. Doch schnell musste man bemerken, dass Donald Glover nicht die Person im Kostüm sein konnte. Einerseits, weil man in Kameraaufnahmen sah, dass Donald Glover und Teddy Perkins beide im Publikum saßen und weil später auch Bilder von der Presse von Paparazzis gemacht wurden und auf diesen Bildern war sowohl Teddy Perkins als auch Donald Glover gleichzeitig drauf. Das bedeutet, wer auch immer diese Person war, die verkleidet zu den Grammys gekommen ist, es war definitiv nicht Donald Glover. Und nun kamen eben die Leute hervor, die sich absolut sicher waren, dass Michael Jackson damals als eben dieser Teddy Perkins aufgetaucht ist. Ich weiß, ich sage diesen Namen sehr häufig, vielleicht sollte ich ihn abkürzen. Und die Theorie darum geht nun also wie folgt. Es heißt, dass Michael Jackson bis heute immer noch am Leben ist und schon wie früher interessierte sich Michael extrem für alles, was irgendwie Pop Culture ist. Er liebt Fernsehen, er liebt Filme, Serien, Cartoons und alles Mögliche, also kann es auch sein, dass er eben ein großer Fan von Atlanta ist oder ein Fan zum Beispiel von Donald Glover. Es könnte nun also sein, dass Prominente in den USA wissen, dass Michael Jackson noch lebt. Dass also quasi der Tod von Michael Jackson etwas ist, was die Öffentlichkeit glauben soll, aber Vertraute und Freunde von Michael wissen, dass er tatsächlich noch existiert. Und nun glauben manche Leute, dass Michael eben zu Donald Glover gegangen ist und ihm erzählte, dass er gerne möchte, dass sie eine Folge über sein Leben machen. Dass sie quasi eine Folge machen, die das Leben von Michael thematisiert, aber eben mit einem recht lustigen Twist, wie es für die Serie Atlanta normal gewesen ist. Das wäre also quasi denkbar, dass diese ganze Serie nicht einfach ohne Grund so ähnlich ist zu Michael Jacksons Leben, sondern dass dies auf Wunsch des King of Pops damals passiert war, dass eben der Charakter von Teddy mit Absicht Michael nachempfunden wurde. Und dann kann es eben sein, dass Michael die Chance nutzen wollte, um noch ein letztes Mal im Rampenlicht zu stehen, um noch ein letztes Mal sich zu zeigen und sich deswegen, weil es eben um seine Geschichte ging, als Teddy Perkins bei den Grammys verkleidete und sich unter die Massen mischte. Es gibt unterschiedlichste Videos, die von dem Abend aufgetaucht sind, wo zum Beispiel Teddy Perkins gefilmt wird, wie er in die Kamera sagt, viele Leute glauben, ich wäre tot, aber ich bin es nicht. Eine Aussage, die zwar auch zu Teddy Perkins theoretisch passen würde, aber eine Aussage, die eben auch perfekte Parallelen zu zum Beispiel Michael Jackson bietet. Verschiedenste Leute haben eben auch zum Beispiel die Aufnahmen überprüft, die Gesichterstrukturen überprüft und meinen sicher klar sagen zu können, dass sich unter der Maske von Teddy Perkins Michael Jackson befindet, weil die Gesichtszüge, die Knochenstruktur des Kopfes und alles der von Michael glich. Das heißt also, es gibt Leute, die behaupten, es ist mehr oder weniger bewiesen, dass wir es dabei mit Michael zu tun haben, aber das sind keine Experten, das sind keine Wissenschaftler, das sind Leute, die einfach nur gut mit Photoshop umgehen können. Das ganze Thema hier ist relativ schwer auseinanderzuklügeln. Es ist komisch, man weiß bis heute nicht, wer Teddy Perkins bei den Grammys war. Der Macher der Serie hat zum Beispiel auch, als er von der Presse gefragt wurde, wer das gewesen ist, nicht gesagt, wer da verkleidet angekommen ist. Er wollte sich dazu nicht äußern und wollte, dass das Ganze ein Geheimnis bleibt.
Deswegen kann auch bis heute nicht sicher gesagt werden, wer das damals war. Es wäre also durchaus denkbar, dass es Michael wäre, es könnte aber auch genauso gut irgendein anderer Mensch sein, den man soweit nicht kennt, der einfach nur, weil sie eben nominiert war, so geschminkt und verkleidet wurde wie Teddy Perkins. Grundsätzlich gibt es hier keine klaren Beweise, dass wir es mit Michael in Form von Teddy zu tun haben. Ja klar, der Teddy in der Serie ist nachempfunden von Michael, aber das muss nicht auf Wunsch von Michael Jackson passiert sein, das kann einfach nur sein, weil die Geschichte von Michael sehr bekannt ist. Es wurden keine Geheimnisse verraten, die man vorher noch nicht wusste, die jetzt nachgewiesen werden konnten, sondern es waren die Dinge, die jeder über das Leben vom King of Pop sowieso schon wusste. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass hinter der Maske von diesem seltsam aussehenden Mann der King of Pop steckte, der noch ein letztes Mal eben sich unter die berühmten Leute mischen wollte, noch ein letztes Mal vor die Kameras trat. Das war auf jeden Fall dieses Video, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.